Die Leidenschaft fürs Fliegen hat ihn schon als Neunjährigen gepackt. Heute ist er einer der weltbesten Gleitschirmpiloten und fliegt auf dem ganzen Globus von Erfolg zu Erfolg. Chregel Maurer, der Adler von Adelboden. Wer ist dieser Extremsportler? Was treibt ihn an auf der Suche nach der ultimativen Herausforderung? Woher kommt seine Fähigkeit, auch Misserfolge und Enttäuschungen in neue Ziele zu wandeln? Und woher kommt sein unbändiger Wille, sich immer weiter zu entwickeln? Ja, so eine Frage vom Training, wenn man das die Berglandschaft sieht, dann ist eigentlich die Antwort klar. Also für mich ist das wirklich eine riesige Motivation, hier in den Bergen zu sein, die Aussicht zu haben. Hier auf diesen Steinen kann ich auch koordinativ weiterkommen. Ich habe eine Abwechslung, ich kann den Körper weiterbringen, indem sie neue Reize setzen. Und schlussendlich macht so das aus, was nachher im Wettkampf eben gefragt ist. Heute fliegt Chregel nicht nur trainingshalber. Mit dem Fotografen und Freund Robert Büsch arbeitet er an Fotoaufnahmen für Sponsoren und einem Bildband. Eher links vom Gipfel? Ja, also von da aus eher links. Mhm. Aber siehst du das so genau? Mhm. Also eher, also nicht weiter da, aber eher ein bisschen so. Ja, du warst jetzt bei näher hin. Ja. Das, was er jetzt hier fliegt, wo er da, mit dem Schirm das Wasser noch touchiert, das ist ja so schwierig, das zu fliegen. Ich weiss nicht, ob es noch viele andere Leute gibt, die das können. Und ich meine, das ist das A und das O bei Gleitschirmaufnahmen, mit guten Piloten können zusammenarbeiten. Und wenn man mit so einem Herausragenden arbeiten kann, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Bilder gut werden, viel, viel grösser. Gut gekriegt, von mir aus ist gut. Vom Bild, Aufbau, alles zusammen wäre perfekt gewesen. Hast du das Wasser nicht ganz berührt? Es wäre besser, wenn du eigentlich wie zwischen dem Vorhergehenden und dem Jetzt. Also, einmal bist du jetzt wie zu nah am Ufer ins Wasser kommen mit dem Schirm. Hallo. Ich bin am Morgen mit der Erwartung hierher gekommen, dass ich es vielleicht 10 oder 15 oder 20 Mal machen muss. Weil ich denke, auch mein Bedürfnis ist ja, dass es perfekt wird. Und perfekt ist es nicht unbedingt, wenn man es möglichst gut machen will, sondern wenn man einfach probiert, dann ist es irgendwann mal perfekt. Also es ist so eine Mischung zwischen sich extrem Mühe geben und ein bisschen Glück haben. Und ich denke, aber wenn man das Glück auch ein bisschen provozieren will und dann eine Chance geben will, muss man halt mehrmals gehen. Und jetzt habe ich halt 12 mal 100 Höhenmeter gemacht. Und es war einfach die Hälfte gewesen, glaube ich. Das ist ein bisschen anders.
Die Schweizer Meisterschaft im Streckenflug steht bevor. Wie vor jedem Wettbewerb unterzieht Kriegel seine Ausrüstung einer sorgfältigen Prüfung. Für jede Disziplin gibt es spezielle Schirme mit unterschiedlichen Eigenschaften. Die Grundkonstruktion ist allerdings immer dieselbe. Ja, mein Gleitschirm, das ist ein ganz spannendes Gerät. Das ist, im Gegensatz zu einem Fallschirm, habe ich ein Profil drin. Also nach dem Start ist der Schirm aufgeblasen, voll mit Luft und erzeugt eben Auftrieb. Also das Profil sieht von der Seite so ein bisschen gewölbt aus. Also die Luft braucht oben durch länger als unten durch. Und somit entsteht ein Unterdruck, der mehr zu zwei Drittel hochzieht. Und nur ein Drittel ist wie ein Fallschirm, wo man den Fall stoppt. Die Schweizer Meisterschaft 2014 findet in Engelberg statt. Kriegel tritt als Titelverteidiger an. Insgesamt nehmen 140 Piloten aus der ganzen Schweiz und im Ausland teil. Wie bei allen nationalen Wettbewerben sind auch in Engelberg Piloten aus aller Welt zugelassen. Ich bin Peter Podoko, aus France. Thank you so much. Drei Rander. Chance, also, hast ging ein bisschen erraten rein, aber gut geschlafen, habe glaube alles Material dabei. Die Vorbereitung ist gut und darum schätze ich die Chance so gut ein. Aber wer denn genau heute in Form ist und die nächsten 3-4 Tage, das sehen wir dann. It's in the wind from the valley. Valley breeze wind from the north. There are two cables below 1500 meter. Good visible. Yeah, just take care below 1500 meter. Die Rennleitung gibt jeden Morgen die zu fliegende Strecke bekannt, die jeweils den aktuellen Wetter- und Windverhältnissen angepasst ist. Der Wind ist noch ein bisschen speziell, darum ist es ein bisschen ruhig, aber jetzt auf dem Starten. Wir haben eine Route programmiert von 42 km von Engelberg auf Stanz. Von der Regel her ist es so, 11.15 geht es los in die Luft, das optimal positionieren und dann hat es eine Startboje mit einem Radius von 3 km, wo wir dürfen am 12.00 verlassen. Also wir fliegen da rein und auf die Sekunde genau, ähnlich wie bei der Segelregatte, darf man die Startlinie hier verlassen. Das ist nachher der Start. Und nachher gehen wir auf Kurs, das sind die Wendepunkte oder Bojen, die wir von Rennleitung bekommen, wo wir nachher abfliegen. Mit dem GPS, das ich hier dabei habe, nachher in der Luft, kann ich das auf der einen Seite navigieren. Auf der anderen Seite wird es auch kontrolliert mit dem, also es registriert, ob ich dort war und was meine Zeit ist, die ich nachher im Ziel habe. Die Ziellinie ist keine sichtbare Markierung am Boden, sondern wird via GPS-Koordinaten in der Luft definiert. Das Vierergröppli dort, der grüne, ein orange. Der orange-weisse ist der Kriegel. Und tatsächlich, am ersten Tag der Meisterschaft gelangt Kriegel als erster ins Ziel. Und jetzt wissen wir schon, wer gewonnen hat. Eigentlich. Nein, jetzt müssen wir zuerst raus. Ja, vielleicht hat es ihm gelangt. Ja. Es dauert noch eine Weile, bis der Tagessieger feststeht. Die GPS-Daten der Teilnehmer müssen erst ausgewertet werden. Der erste Pilot im Ziel erhält die meisten Punkte. Zusammengezählt ergeben sie am Ende der Meisterschaft den Sieger. Der erste Tag hier in Engelberg ist für mich sehr positiv verlaufen. Klar, wenn man so einen Durchgang gewinnen kann, setzt man mal einen guten Grundstein, vielleicht für eine Anlasswertung. Und für mich war es natürlich spannend, so das Pokern, wie viel kann ich riskieren, wo steigt es wie gut. Und wo kann ich eventuell eine bessere Linie finden als Konkurrenz? Und das ist mir schlussendlich gelungen und ich konnte als Erster im Ziel sein. Nicht alle haben es ins Ziel geschafft. Einer der Piloten wird mit dem Hubschrauber abtransportiert. Ich hoffe, es ist nicht passiert. Schlimmer. Es ist ja, es hat die Rettung in Gang. Es ist ein Teil, wo man wie
so ein bisschen davon ausgehen, dass das passieren kann. Ähnlich wie wenn ich Ski fahre. Einen schönen Tag kommt der Helio mehrmals ins Skigebiet. Und beim Autofahren tagtäglich passieren auch Sachen. Und das muss man wirklich einordnen können. Für mich ist jetzt wichtig, dass ich heute Abend weiss, was der kann, was der gemacht hat oder eben falsch gemacht hat. Oder ob er einfach Pech hatte. Und wenn ich das näher weiss, kann ich für mich selber nachher besser entscheiden, mache ich das oder wie mache ich es weiterhin. Am Abend dann die Entwarnung. Die Pilotin hat sich nur den Fuß verstaucht. Jetzt eine Stirnlampe. Ich habe das Gefühl, der Stecker sollte gegen Strom haben. Jetzt muss ich das gerade ausprobieren. Nein, er hat keinen Strom. Ah, das ist ein mühsamer Karren. Dann noch mal Strom. Eine Entzündung anlässt. Gleitschirmfliegen ist eine Randsportart. Obwohl Schriegel ein Weltklasse-Athlet ist, muss er auf Annehmlichkeiten verzichten, die eine Karriere im Spitzensport normalerweise mit sich bringen. Gerade wenn es regnet und man zurück ins Auto kommt, ist es manchmal ein bisschen mühsam, weil bis alles mit trocken ist. Aber sonst ist das eigentlich das, was wir leben, und darum ist das super so. Und das ist eigentlich auch wie eine Teil Ferien, wenn man nachher an die Wettkämpfe kann und eben so im Auto leben. Ich habe halt das Gefühl, ich erlebe so viel, was man gar nicht zahlen kann. Und das ist nachher für mich der Wert, der mich glücklich macht. Ich habe gut geschlafen. Jetzt ist es morgen um 6 Uhr. Bevor es auf den Startplatz geht für die Schweizer Meisterschaft, möchte ich noch dort hinten den Spannort heute besuchen. Eine kleine Fingerübung, um wach zu werden. Kriegel nutzt die freie Zeit bis zum zweiten Meisterschaftsflug am Mittag, um sich für das nächste Abenteuer in Form zu halten. Die X-Pyr, ein Rennen quer durch die Pyrenäen, bei dem er nicht nur fliegen, sondern auch laufen und klettern muss. Vom Training gucke ich schon, dass ich nicht extrem viel mache. Also nicht extrem viel Höhenmeter und nicht extreme Intensität. Ich habe einfach so eine Grundlage. Ausdauerbereich, den ich lange halten kann. Und das ist eigentlich das Optimale, für nachher am Mittag um fit zu sein, weil es ist erst 10 vor 9 Uhr. Hallo! Guten Morgen! Als besonderes Trainingsprogramm hat sich Riegel in diesem Jahr vorgenommen, jede einzelne der 152 Hütten und Biwaks des Schweizer Alpenclubs zu besuchen. 34 davon hat er bereits geschafft. Das Hüttenprojekt ist natürlich insofern spannend, weil jeder Hüttenweg anders ist. Und wir haben neues Gelände, wir haben neue Karten. Also wir müssen es jeder Hütte spontan Gedanken machen, wie können wir es dort machen. Und mit dem Hüttenweg, der jeder Hütte anders ist, haben wir gerade eine andere Trainingseinheit oder eine Trainingsbelastung. Und das, denken wir, bringt uns weiter. Schweizer Meisterschaft 2014, zweiter Tag. Es ist hier jetzt gestartet worden, auf dem Brunnen in Engelberg. Das Pieps, das ich gehört, das ist mein Variometer. Das kann ich als Hilfe von der Thermik finden. Die Aufwind, die man nicht sieht, tun wir das Instrument akustisch ansägen. Und so kann ich wie ein Vogel im Wind steigen. Auf der Suche nach Thermik, dem Lebenselixier der Gleitschirmpiloten, fliegt Kriegel nahe am Hang. Thermik entsteht, wenn die Erdoberfläche durch Sonneneinstrahlung erwärmt wird. Die Luft steigt als Blasen oder Schlauch hoch, während unten vom Boden her kalte Luft nachströmt. Die Wettkampfbedingungen sind prächtig. Kriegel ist in seinem Element.
Dank günstiger Thermik und taktischem Geschick fliegt Kriegel vorne mit. Nach 3 Tagen Meisterschaft zieht er Zwischenbilanz. Jetzt hat es eine Konstellation gegeben, die es noch nie gegeben hat, nämlich 3 Durchgänge und 3 Leute. Und alle 3 haben einmal gewonnen und einmal 2 gewesen. Und jetzt kommt es darauf an, wie die Punkteverteilung ist. Und wer morgen gewinnt, hat dann wahrscheinlich den Schweizer Meistertitel gewonnen. Im Wettkampflauf legt Kriegel noch eine kleine Show-Einlage für seine Kollegen und die Zuschauer ein. Angst, dass diese Extratouren sein Wettkampfergebnis beeinflussen, hat Kriegel nicht. Im Gegenteil. Der Trainingsflug simuliert Extremsituationen während des Wettbewerbs, um seinen Schirm besser in den Griff zu bekommen. Es ist wirklich das, was mir liegt, was ich gerne mache, aber das Verschiedene. Und ich denke, im Wettkampf selber kommt es wirklich auf Minuten drauf an. In diesen Minuten muss man das Richtige machen. Aber es hat nachher nicht unbedingt einen Zusammenhang mit dem, was man am Morgen oder am Abend macht. Und darum kann ich davon ausgehen, dass es keine Rolle spielt. Morgen um 10:30 Uhr. Ich habe gut geschlafen. Ich bin jetzt schon verwacht. Und jetzt hocke ich hier in dem Titel. Das ist der Rassenbivak. Besuchen. Das ist die 35. SLC-Hütte. Aber es sind noch 1500 Höhenmeter. Da gibt es noch recht viel Schnee. Und ich suche ein bis ein bisschen. Ich habe keine Chance. Das ist wirklich brutal anstrengend. Bauch in den Kopf. Aber jetzt bin ich wirklich ein bisschen in der Hüfte. Im Schnee. Felsen. Muss ich den Steig ins Wind anlegen. Dann geht das da recht gut. Ich habe das Alpen auch schon. So kommt es von der Zeit. Nun zurück ins Tal, um den 4. und letzten Wettkampfflug zu bestreiten. Heute war es erstens mal höllisch schön. Das Wetter, die Morgenstimmung, nachher vom Wald in die Wiese, in Schnee zu laufen, in Felsen. Also von flachem Wanderweg bis drei hatte ich alles. Von ganz gemütlich laufen bis extrem anstrengend Schneestapfen. Und das hat dann das Grassenbivak gegeben. Das war die 35. Hütte. Und ja, es war ein guter Morgensport. Versammeln sich zum letzten Wettkampftag in der Luft. Und dann geht es los. Kriegel fliegt in einer Gruppe vorne mit. Jetzt muss er nur noch taktisch geschickt einen Moment abwarten, um die Gruppe zu überholen.
dann ist ihm der Schweizer Meistertitel auch in diesem Jahr garantiert. Ja, jetzt bin ich hier im Haldegrad. Ganz grosser taktischer Fehler. Ich habe den Hang sehr gut eingeschätzt. Die Konkurrenz ist auf und davon. Ich denke, das mit dem Schweizer Meistertitel, das war es. Ich sehe jetzt noch die anderen Steige über mir. Ach. Mir ist bewusst, aufregen bringt jetzt nichts. Es ist zwar extrem schwierig, muss ich sagen. Es geht einfach nicht. Und ich checke nicht, warum. Das ist das Problem. Es hat Sonne drin, es ist ein idealer Hang. Also eigentlich alles perfekt. Aber die Thermik ist sehr schwach. Es hat fast keine. Und das macht es recht mühsam. Aber ich glaube, wenn wir jetzt hier Mühe geben und ich da irgendwo ein Steigen lokalisieren kann, kommen vielleicht noch ins Ziel und sonst ist es auch eine schöne SM. Immerhin bin ich noch ins Ziel gekommen. Habe irgendwie den Frust während dem Fliegen an die Grenze halten können. Ja, ist jetzt so. In einem Jahr geht es um meinen SM. Kann man probieren. Und vielleicht muss ich dann halt sportlich ein bisschen weniger riskieren, als ich es heute gemacht habe. Lehre daraus. Aber ja, ist es gleich schade, hat es nicht gelangt. Was ist passiert? Nichts. Mal, einfach gestiegen. Hast du riskiert? Oder bist du irgendwo... Bist du auch so wieder, bist auch so wieder hochgeflogen? Einfach dreht hinten. Nein, ich gedacht, wenn ich halte gerade oben gerade mache, dann gar nicht, weil dann nimmt alles schön mit. Und dann ist das super. Und dann bin ich hergekommen. Dann ist auch nichts gegangen. Alles vorher. Bis vor Ecke. Ist nicht ein Pieps gekriegt. Im Detail war es so, dass wir recht schnell geflogen sind. Gute Gruppe, die ganze Konkurrenz, die da um das Podest kämpft, zusammen. Und dann hatte ich das Gefühl, vielleicht, ja, jetzt muss ich etwas anderes machen oder etwas angreifen, dass ich da davon komme, damit ich nachher das Ganze gewinnen kann. Aber ja, wie so oft, bei den taktischen Entscheid oder sportlichem Risiko habe ich ein bisschen daneben gegriffen und bin prompt bleiben hängen und mit 25 Minuten Verspätung ins Ziel gekommen. Also sportlich ist es gar nicht gut gegangen, aber das ist halt ein Teil von dem Wettkampf und ich muss es jetzt probieren zu verdauen. Ich hoffe mal, morgen ist es mir besser. Wenn Chriegel die Gruppe nicht verlassen hätte, wäre ihm ein Platz auf dem Podest wohl sicher. Durch sein Manöver ist dieser jetzt in Gefahr. Ja, die Taktik auf sicher zu fliegen, das war sicher im Hinterkopf gewesen, aber einfach gemerkt, das, was mich fasziniert, meine Leidenschaft, das ist das in der Luft, das sportliche Risiko einschätzen, mit der Konkurrenz ein bisschen spielen. Und das hat leider Überhand genommen und so ist das Taktische ein bisschen zu kurz gekommen. Und das ist wahrscheinlich jetzt das Problem, dass ich nicht mehr auf dem Podest bin. Also, erster Rang, neuer Schweizer Meister, Stefan Morgenthaler. Zweiter Rang, Alfredo Stuber. Und dritter Rang, der letztjährige Schweizer Meister oder mehrfacher Schweizer Meister, der Gregor Maurer. Doch noch ein Ehrenplatz für Chriegel. Das nächste Abenteuer wartet bereits um die Ecke. Die X-Pier, das Hike-and-Fly-Rennen entlang der Pyrenäen. 440 Kilometer Luftlinie vom Atlantik bis zum Mittelmeer.